Hast du die Sau erwischt? Nee, voll daneben. Hast du die Sau jetzt erwischt? Alter. Hast du ihn erwischt? Nö. Ich kenn dich. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days bis zum Sterben. So. Ich war bei Freunden auf dem Server und habe gesehen, das sind die, die schon so unfassbar weit sind. Mhm. Und durfte sehen, wie groß die Map ist. Ich habe ihn auch nicht erwischt. Weil ich bin ja davon ausgegangen, das hier ist so die Map, ne? Und ich habe ganz verrafft, dass man das ganze Ding hier bewegen kann. Kommt hoch, glaube ich. Und irgendwo auf unserer Höhe, entweder nach links oder nach rechts, gibt es ein Krankenhaus, habe ich gesehen. Mega viele Zombies, mega schwer da reinzukommen oder ich denke mal auch überhaupt zu überleben. Mhm. Aber auch mega viel Loot und es ist riesig und da gibt es noch eine Stadt. Ja, Big City Life. Das ist wirklich Big City Life, da lebt nämlich alles. Wäre halt gut gewesen, wenn du gewusst hättest, welche Seite. Ja. Aber dafür, wir gehen einmal nach links weg, weil da ist Maprand. Da ist nicht so weit. Und wenn es da nicht ist, können wir mal nach rechts aufbrechen. Und da haben wir ein bisschen mehr, was wir erkunden können. Mhm. Ne, würde ich sagen. Ja, jetzt sogar nicht. So, ich habe mir mal Speck und Eier aus der Kiste genommen, ne? Achso, ich muss ja auch noch was aber essen. Ohne so, Speck und Eier, bitte. Olaf, 58, bestellt gerade eine Frau aus Thailand. Du bist so blöd. Atomwitz, keiner lacht, alle strahlen. Warte, ey. Wird's noch schlechter, oder? Ich werd gerade erst warm. Habe ich eigentlich meine Dings noch auf? Was denn? Eine Nachtsichtkamera. Drück mal F. Jo, geil. Geil. Ja. Ne, weil hier können wir ja sowieso jetzt... achso, ich kann gar nicht. Hier können wir ja sowieso nicht so viel machen gerade. Also bautechnisch, klar, wir können viel machen, aber wir müssen ja dafür auch wieder Baumaterial farmen. Dafür müssen wir losgehen und dann können wir das gleich mit einer Loot-Tour verbinden. Wiederherstellung auf. Ja, Mahlzeit. Hat man das gehört? Nein, das war absolut ladylike. Das war ein ganz feministisches Rülpsen. Das hat nichts mit maskulin zu tun oder dass man sich daneben benimmt. Okay. Da bin ich ganz bei dir. Oh, ich muss auch mal meine Speck und Eier essen. Meine Speck und Eier. Nicht aus Thailand kommend. Ach, da hinten ist noch einer. Ja. Ja, hier könnte man vielleicht... Oh, nee, das wäre doof. Hier unten, da lassen wir Leerfläche. Toten Raum. Ja, wollen wir denn loskratzen, Jasmin? Muss mir erstmal erst Essen einpacken. Könnt mir noch mal ein paar Pfeilchen einpacken. Nimm mir mal ein paar Steaks mit. Ein paar Pfeilchen, ein paar Datteln. Ein bisschen. Ah, wir haben aber auch nicht mehr viele Pfeile. Wir haben auch nicht mehr viele Federn. Nehmen wir mal 250 Stein mit. Pfeil lasse ich jetzt hier. Das war dumm. Nehme ich noch mit. So, jetzt mache ich noch einmal einen Stein Pfeil. Das was? Einen Pfeil. Das Blöde ist gerade, ich zerlege hier noch ein bisschen Papier und so ein Kram. Das dauert alles so lange. Und das brechen wir jetzt einmal ab. Blei können wir noch fertig machen, die 10 Sekunden. Das kommt aber, glaube ich, da rein. Ich bin ready. Du bist schon soweit? Mhm, bin schon unten. Warum ist denn da offen? Wo? Ja, hier hinten. Oh. Hat das einen Sinn, warum das hier auf ist? Uno momento. Ich musste gerade richtig extrem nachdenken, was ich da tue. Bin runtergefallen.
Hi! Gefällt dir das nicht? Nein. Okay. Du hast ja eine Steinaxt, ne? Ja. So. Besser. So, wunderschön. Dann lasse ich mein Fahrrad hier, obwohl das guten Stauraum bietet. Ist da noch was drinne? Nö. Machst du bitte Tür zu? Ja, ich musste gerade die Tür suchen. Hm, ob das funktioniert? Was denn? Na, ich habe doch jetzt die Treppe wie so ein Podest gebaut unten, damit die nicht wieder die Treppe kaputt hauen. Na denn? Ja, bei der Gelegenheit könnte man doch schon mal einen kleinen Baum mitnehmen. Einen kleinen. Ganz klein. Achso, Carmen hat mir erzählt, dass du aus Kiefernbäumen auch manchmal Honig kriegst. Ja. Wusstest du das? Nö, wo bist du denn? Hier, hier. Warte mal, lass uns mal Bros werden. Mhm. Bros fürs Leben. Du bist... Wo bist du? Ich sehe... Everyone here! Ach. Bär. Wo? Da hinten. Oh. Hinterm Hügel. Ich habe meine Nachtsicht auf. Hügel, Bär kommt in diese Richtung. Ja. Wollen wir nochmal... Du hast keine richtigen Waffen. Bist du doof? Das packst du nicht. Du willst dich nicht mit dem prügeln. Okay, ich komme als Unterstützung. Wäre ganz schlau, weil ich bin gleich tot. Ja, war auch eine dumme Idee von dir. Ja, genau. Jetzt jagt er mich gleich. Na und? Mach den Tod, wir brauchen Fleisch. Ich lock ihn mal zur... Toll. Er ist bestimmt schneller als ich. Ja, Wien, hilf mir. Boah, ey. Oh, ich hab ihn echt getroffen. Oh, hohohoho, er kommt wieder. Warum bin ich so langsam? Ach, ich hab ja jetzt gar nichts mehr. Trifft ihn nicht mehr. Ah. Huhu. Auf meinen Rucksack. Der liegt noch am Hügel. Vorsicht, Bär. Das ist jetzt unpraktisch. Aber der verfolgt mich gar nicht so, wie ich jetzt gedacht hätte. Au! Au! Oh, ich bin gleich infiziert, Jasmin. Ich werd vom Lieferjungen verprügelt. Ich will keine Pizza. So. Oh. Die Gefahr lauert im Busch. Hä? Aua. Ah, ich bin in meinen Stacheldraht gelaufen. Ich bin tot. Der Bär. Auf meiner Treppe. Weg da. Das ist meine Treppe. Was macht der da? Okay, er geht. Hä? Er ist ein bisschen dumm. Ist halt ein Bär, ne? Oh, ey, will er mich verarschen? Jetzt geht er runter. Okay, du schaffst das. Ja, herrlich. Ah, dann muss jetzt die Frau kommen, oder was? Ja, es ist halt so ein Bär zu erlegen mit bloßen Händen, ist halt ein Frauenjob, ne? Mhm. Ich bring das mal eben alles noch weg gleich, ne? Ja, ich auch. Komm. Noch können wir hier also, rein. Und Bär ist... Und gute Nahrung. Noch habe ich hier nicht zugebaut. Nahrung. In der oberen Kiste. So.
Holz wieder weg. Oh. Okay, dann ist das andere wohl in den anderen Kisten. Hast du denn einen Bogen dabei? Nö. Okay. Sonst hätte ich dir ein paar Pfeile gegeben. Ich habe welche gemacht. 147, 247. La 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 la. Ich komme hier nie runter, ey. Bin echt zu blöd dafür. Du musst zuversichtlicher sein. Sprich dir Mut zu. Sag Jasmin, du schaffst das, auch wenn du doof bist. Tür zu, es zieht. So, los jetzt. Ja. Also ein Bär ist halt gut, ne? Viel Fleisch. Ja. Weißt du, was auch gut ist? Hm? Zwei Muffins. Mhm. Sitzen zwei Muffins im Backofen, sagt der eine Muffin. Mein Gott, ist das heiß hier drin, sagt der andere Muffin. Oh mein Gott, ein sprechender Muffin. Hä? 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 Nicht mal ein Wimpern zucken? Wie wär's denn mit dem? Sagt die eine Titte zur anderen. Ich frag jetzt mal die Zuschauer. Möchtet ihr weiterhin diese Flachwitze hören oder nicht? Das ist mir egal, die werden trotzdem kommen. Kommentiert. Lass mal hier lang. Abkürzung über den Berg, links. Kannst du meine Wegmarkierung gar nicht sehen? Doch. Vielleicht kennen die ja auch ein paar Flachwitze. Können die gerne mal in die Kommentare schreiben. Jo, für gute Witze bin ich immer zu haben. Flachwitze, gute Witze. Oder Wortspiele. Finde ich mega geil. Wortwitz. Ein Wortwitz. Oder ein Wortspiel. So wie Fußball. Hä? Ist doch Fußball. Ja. Manche sagen Buchstabensuppe. Ich sag Wörterkotze. Ergibt absolut keinen Sinn, aber ich hab's trotzdem gesagt. Ja, das ist nichts Neues bei dir. So. Wo haben wir denn hier das Bäumchen? Ich will erstmal das Krankenhaus finden. Ja, ich auch. Weil wenn da wirklich so gute Sachen sind. Da ist mega viel und guter Loot, aber auch. Hab ich wenigstens Platz ein bisschen. Aber auch mega viel und gute Zombies, ne? Man macht nichts. Ist halt nur doof, wenn ich sterbe. Ja, also grundsätzlich, wir kommen. Da ist eine Stadt. Wenn wir auf eine Stadt zukommen, dann sehen wir das Krankenhaus. Also es ist das größte Gebäude gewesen da. Allerdings das nächste Mal, wenn du so einen Geheimtipp hast, dann merk dir doch gleich auf der Karte, wo das ist. Hat er glatt den Kopf verloren. So eine hübsche Frau sieht man selten. Slime. Du. Aber ich würde glatt behaupten, dass das eher rechts von uns wäre als links. Kommt einer. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Schnösel, ey. Jasmin? Komm mal her hier. Wo bist du? Haut ab. Was? Wo bist du denn? Haut er denn ab, ey? Hä? Zombie haut von mir ab. Hier. Ach da, ja. Guckst du gar nicht mehr in Vogelnester? Hab ich nicht gesehen. Ich hab eine Tasche durchwühlt. War da was Gutes drin? Mm-mm. Angebissenes Brot und so ein komisches Taschenmesser oder so. Schweizer Taschenmesser? Oh, ich bin immer zu blöd. Irgendwie treffen die mich trotzdem immer. Kämpfst du schon wieder? Ja, hier ist doch einer. Irgendwie treffe ich den nicht.
Aber der trifft mich ständig. Ja. Ich eile als helfender Retter zur Hilfe. Als rettender schon alleine Retter. Geklärt. Okay. Dreh wieder um und hack mal Hackenbaum. Wo bist du denn jetzt? Versteckt. Und? War hier noch ein Vogelnest? Nee, ne? Doch, da. Peter, böser Hund. Nein, aus. Aus. Wieso hast du keine Leine? Also, wenn ich den Besitzer sehe, ne, den zeige ich an. Ohne Leine ist das Viech hier rumgelaufen. Bist du denn soweit? Ja, ich nehme nur gerade den Hund aus. Kann ich das eigentlich auch essen? Wie viel Nahrung macht denn das? Nahrung 5, also auch cool. Ja, haben wir nochmal 10 hinterher, also sind wir bei 15. Da ist ein Häuschen auf dem Hügel. Ja. Hast du das schon gesehen? Ja. Aber da war ich noch nie drinne. Nee? Nee. Aber da die Map nicht mehr weit in diese Richtung geht, denke ich, dass es doch die andere Richtung war. Mhm. Aber never mind, wir erkunden was von der wunderschönen Welt. Aber hier ist auch irgendwas Großes. Links, siehst du das, Jasmin? Von hier aus kann man es sehen. Das ist auch gut und interessant. Warst du am Nest schon dran? Ja, ne? Hm. An einem, ne? Oha, ach, da bist du. Kann grad sagen. Du hast doch einen Schlagknüppel. Ich? Nein. Hast du nicht? Ich nehm den nicht mit, ich komme damit nicht klar. Und die und der Holzknüppel, der ist doch auch besser als die Axt. Hä, nein, ich komme damit nicht klar. Hier war ich schon mal. Hier drinne ist. Nee, das ist ein anderes Haus. Nee, da war ich schon mal. Warst du bis hier hinten schon? Ja. Ich nicht. Das ist mir neu. Mal hinten ist sowas wie so ein Supermarkt oder so, da waren wir doch drinne. Ja. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, wir wären schon viel weiter. Wo bist du denn da? So. Also zurück oder was? Ach nö, wir gehen erstmal die Richtung. Welche denn? Da, wo du jetzt bist? Nö, da, die Richtung. An dem Supermarkt vorbei und immer geradeaus. Ja, dann sag doch, wir gehen da hinten lang. Mein Gott, ich... Kommen wir wieder zurückgelaufen? Warst du hier im Rucksack? Der war schon leer, weil wir da letztes Mal schon waren. Hm. Oder ich. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich baue hier die Autos ab. Achso. Jojo. Mhm, jojo. Uiuiui. Ja, ich muss einmal Schluck zippeln, Jasmin. Gar nicht, ey. Es gibt doch nichts Schöneres als so einen herrlichen Morgenspaziergang in der Apokalypse. Mhm. Kein Verkehr. Schönes Wetter. Eine laue Brise. Hm? Da hinten ist da hinten nicht das Schneedings? Und hier sieht das aus, als wenn das da hinten so die Schneewelt wäre. Die ist rechts von uns, ja? Ja, da. Ja, genau. Ich nehme mal hier noch das eine Auto mit, das andere nicht, weil das kann man looten.
Schick. Ich bin Patrick. Und ich bin tot. Mein Hirn ist gerade ganz schön runtergefahren. Hier sind voll viele Gesteine oder was? Mein Kopf arbeitet im Standby-Modus. So, wo jetzt? Immer der Straße folgen. Aber es ist definitiv die falsche Richtung. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwas anderes. Hier ist unberührter Müll. Hallo. Also, du hast das doch genommen. Ja. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Hier liegt ein Stein. Ja, hier liegen ganz viele. Achso, echt. Ich will jetzt aber erstmal gucken, bevor ich hier was mitnehme. Nachher bin ich überladen und dann... Dann sortiere ich den Scheiß raus, den ich überall finde. Ja, nee. Kann ich auch auf dem Rückweg machen. Das Doofe ist halt echt so, wenn man hier drauf geht, muss man den ganzen Weg zurück, ey. Den baue ich nicht ab, den kann man durchsuchen. Hier ist ein Motor drinne. Motor? Geil. Was war da denn los? In einem Auto? Wow. Ein Benzinmotor? Das ist ja was ganz Wildes. Jasmin? Aber viel zu suchen, hä? Hier ist ein Schwein. Laufen die weg oder greifen die an? Moin! Ja, toll, Patrick. Ja, ich will nicht schon wieder sterben. So, alles gut gegangen. Ich bin zu blöd, mein Messer zu nehmen. Hab das gar nicht gesehen, das Schwein. Warte. Du kriegst jetzt von mir das Fleisch. 10 Fleisch habe ich. Das Leder und die Knochen. Und das. Das hast du ja eh in der Tasche. Was? Das, was ich dir gegeben habe. Ja. Ja. Hier ist die... Hier können wir nicht lang. Weil? Es war doch die andere Richtung. Weil hier ist Radioaktivität, da gehen wir tot. Echt? Ja. Was kriegst du da? Oh, Brechsand. Aber nicht unbedingt viel, ne? Noch gar keine Schaufel. Oder hab ich meine Schaufel weggepackt? Ja, siehst du, weil ich bei den anderen eine hatte, ey. So. Der nächste läuft in sein Verderben. Wir entfernen jetzt hier die Warnung. Der nächste, der gesund ist und überlebt und irgendwo versucht in Sicherheit zu rennen, der ist am Arsch. Naja, das ist doch bestimmt neu. Elektrische Teile kriege ich aus dem Bild. Ist ja klar, ist eine Lampe dran. Willst du meinen Brechsand haben? Mega. Oh, dann bin ich aber voll. Ja, wir kommen ja eher an zu Hause vorbei. Ich muss erstmal meine Axtteile machen. Und dann wandern wir in die andere Richtung. Oh. Baumstampf. Honig. Stampf? Honig. Baumstampf? Honig. Kein Honig. Ich bin der Konig. Wo ist mein Honig? Wo ist er denn? Ja, komm mal her, hat dich was gestochen. Ich befreie dich. Oh ja, der ist ganz dolle befallen von Mücken. Warte, da ist auch noch eine Biene. Ist sie weg? Geht's dir gut? Ich hab schon wieder Hunger. Ach, dieses Essensproblem. Das nenne ich mal Kraft im Bizeps. 3 Schläge Baum weg. Wie viel kann die denn essen hier? Fast so viel wie du im echten Leben. Hahaha. Ich war frech.
Du hast immer noch deine kleine Steinaxt, ne? Ich hab grad mit der Axt das gemacht. Stufe 3. Aua! Mir ist ein Baum auf den Kopf gefallen. Ich finde die Steinaxt halt gut. Oh. Leerer Müll. Den nehme ich mit. Kohle. Jasmin, du gibst dich doch nur mit mir ab, weil ich so viel Kohle habe. Nitrat. Ah, hier sind wir schon überall stöbern gewesen. Da müssen wir echt in die andere Richtung. Das ist ja ärgerlich. Die und ihr Essen. Kann ich mir gleich nochmal neues Essen mitnehmen, ey? Sag mal, kann ich eigentlich Speck und Eier machen? Tatsächlich kann ich. Bist du schon zu Hause? Nee. Nee. Jasmin, bitte. Oh, ich bin schon ein überladen jetzt. Okay. Na los, geh da. Okay. Dünn. Ich bin wieder hungrig. Ah. Mal so ein Reh wiedersehen, ey, wie letztes Mal diesen Rehbock. Ein Hirsch. Ja. Mit einem großen Geweih. Ey, der hatte kein Geweih so. Ein Hirsch mit einem ohne Geweih. Ah, das ist Blei. Und Blei hat auch kein Geweih. Fragezeichen? Ich glaube ja. Wie machst du das? Du bist immer vor mir. Ja. Weiß ich nicht. Du hackst doch auch Bäume. Ja, und ich gehe auch nebenbei weiter. Hast du dir heimlich ein Fahrrad gebaut und sagst mir nichts davon und steigst jedes Mal auf, wenn ich mich gucke? Schön wär's. Sobald ich weggucke, so radelt's davon. Das wäre natürlich schön, ne? Wie weit haben wir das noch bis zum Haus? Nicht weit. Ich glaube, dass Carmen Honig aus Kiefern kriegt, weil die irgendwas gelevelt hat. Also ich gehe davon aus, dass wir das nicht haben. Scheiß Tempolimit! Ich habe hier das Geschwindigkeitsschild abgebaut. Mhm. Jetzt fahren hier alle so schnell, wie sie wollen. Ach, ich habe nicht mal genug Ausdauer, um so einen Strauch wegzuhauen. Ich habe Rasen mitgenommen, was soll ich denn damit? Aber haben wir, glaube ich, auch eh in irgendeiner Kiste. So, ich mach meine Taschen leer. Ich will andere Richtung auch nochmal gucken. Ein altes Samway-Sandwich ist aber schon angebissen.
Kannst du einmal, du hast ja eine Steinaxt. Hm. Die zwei aufwerten, bitte. Ich muss erst mal gucken, was du meinst. An den Säulen kommst du nur von unten dran. Hä, wo denn? Andere Seite. Von außen. Willst du mich verarschen? Ich war doch gerade draußen. Ja. Hinterm Gebäude. Das stört mich schon eine Weile und ich habe nichts zum Aufwerten. Ich sehe nichts. Hä? Missing? Hä? Hab ich gar nicht gedrückt oder was? So, dann kommt hier noch einmal rein das leere. Nee, das kommt ja da hinten. Ach, ich und immer Hunger hier, ey, das ist so langsam nervig. So, I guess. Dosenfraß, Zutaten, Speisen. Na okay, du benutzt den, dann benutze ich den. Ups. So, Speck mit Eiern. Kann ich machen? Gar nicht, weil ich ausgepackt habe. Verdammt. Da ist das. Ach, ich habe dir ja mein ganzes Fleisch gegeben. Hm. Kannst du mir ein bisschen Fleisch geben? Ich hole mir was aus der Kiste. Ah, ich hab's jetzt hingeschmissen. Okay, ich hole mir das vom Fußboden. Ach, schmeckt sowieso viel besser. Hm. Fußbodenfleisch. Das sind insgesamt dry. Was? Drei? Brauchst du noch was? Holz. Nee, ich meinte... gegrilltes Fleisch. Auch drei. Merci. Oh, der hat immer Hunger. Ach, wir haben ja gar keine Kartoffeln mehr. Aber wir haben Mais. Motor. Den packe ich da erstmal mit rein. Cool. Brauchst du noch was? Ja, ich muss mal noch Essen mitnehmen. So, ah, jetzt hat er die Reparaturkits rausgeschmissen. 1, 2, 3, 4. Ach, dafür brauche ich Rohr. Habe ich noch ein dickes Rohr?
Kann ich das auch irgendwo anders? Ich kann das auch hier gleich reinschmeißen. So. Oh, sind wir bei 36 Minuten. Der Weg war eine Irreführung. Es tut mir so leid, wir haben nur viel gesehen, was wir eigentlich schon kannten, ohne es zu wissen, dass wir schon kennen, dass wir es gesehen haben. Du! Was machst du da? Ja, sorry. Passiert. Passiert? Zombies sind draußen. Das ist kein Grund, mein Inventar kaputt zu schlagen. Ja. Kannst du mir eine Rechnung schreiben? Rechnung? Ich zeig dich an. Was ist denn hier los? Oh, da kommen ein paar Dinge. Aber die ziehen vorbei. Ah nee. Du hast Stress angefangen. Ich helfe dir. Weil du da unten bist, kommen die hier nicht die Treppe hoch. Was ist hier, was sind die denn? Sehen aus wie deine Mutter. Ey, die leben ja alle noch. Das sind ein paar viele, ey. Wo bist du? Oben auf dem Turm. Da, wo wir uns verstecken wollten bei Angriffswillen. Ey, Mutti, was ist los hier? Ich hab dir nichts getan. Schickes Kleid. Wieso treffe ich die nicht? Oh, ich bin gleich wieder Schrott. Ah, wieso habe ich denn etwas zu essen? Ja, schön, wie er mir hilft, ey. Ich helfe dir die ganze Zeit. Mhm. Für dich gehen meine Pfeile drauf. Aber du haust ja immer weiter ab. Ja, du triffst sie ja nicht. Ja. Weil ich blute. Und ein kaputtes Knie hab. Ja, Alter, wo muss wieder der Mann regeln hier? Wieder vor allem. Wenn du oben auf dem Turm geblieben wärst, wären die doch wieder hochgekommen. Ich war doch gar nicht oben. Aber du hättest hochgehen können. Oh. So ganz genau, easy wenn ich hier. Wenn ich draußen bin, gehe ich auch wieder raus, oder was? Hoch. Oh, das war ein Spielzünder. Schläge auf dem Deck. Oh. Madam! Ich bitte Sie nicht so anzüglich. Wo sind denn jetzt hier meine Pfeile? Das ist ja frech. Ja! Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Ciao. Achso, und schreibt schlechte Wortspiele in die Kommentare. Die werde ich nach und nach verwenden. Jasmin freut sich. Oh, bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.